Jeder Gottesdienst, jede persönliche Andacht bedarf der Vorbereitung. Vor dem Gottesdienst tut es gut, für einen Moment nur zu sitzen und es still werden zu lassen in sich. Nehmen Sie sich dafür alle Zeit, die Sie brauchen. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn Sie mögen, machen Sie dazu das Kreuzzeichen, indem Sie sich an Stirn und Brust, an der rechten und der linken Schulter berühren. Oder zeichnen Sie sich mit dem Finger und wenn Sie zu zweit sind, einander ein Kreuz auf die Stirn. Herzlich willkommen am Sonntag Quasimodogenity. Bei den ersten Christinnen war es üblich, an diesem Tag das Taufkleid, das sie zu Ostern übergestreift hatten, auszuziehen und nun den Alltag als Christinnen zu beginnen. Wie neugeborene Kinder ist der Name des Sonntags übersetzt worden. Vielerorts wurde am Sonntag Quasimodogenity auch konfirmiert und bei unseren katholischen Geschwistern die Kommunion gefeiert. Zeichen, dass aus dem Sein in vorbewusster Kindertaufe nun ein bewusster, bekennender Glaube geworden ist. Unser Wochenspruch, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, im 1. Petrusbrief, dieser Wochenspruch überschreibt unsere Woche. Was bedeutet es, auch als erwachsener Mensch wiedergeboren zu werden durch Christus? Darüber möchte ich mit Ihnen nachdenken. Helfen wird uns dabei die Skulptur von Carola Fries, die manche bereits im Südschiff unserer Kirche betrachtet haben werden. Lasst uns beten. Du Quelle des Lebens, wie sich die Blumen der Sonne öffnen, so möchten wir blühen unter deiner Liebe. So wie das Grün aus der Erde bricht, möchten wir im Glauben wachsen. So wie die Bäume Früchte tragen, möchten wir andere nähren mit Mut und Hoffnung. Gott, weck uns zu einem Leben in Fülle in deiner Gegenwart. Amen. Wir hören das Evangelium des heutigen Sonntags Quasimodogenity im Johannesevangelium im Kapitel 20. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte, grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Seite hier, auf diese Stelle, und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite, und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben.
Eine zarte, leere Hülle in Weiß steht vor dem Lukasaltar. Von Ferne erinnert sie an ein Brautkleid mit Schleppe. Je mehr wir uns nähern, um das Objekt zu betrachten, desto mehr Details werden wir sehen. Umso mehr können wir erkennen, dass auf dem Untergrund des Weiß ganz andere Formen, Farben, Schriften zu finden sind. Wir sehen eine Skulptur aus Papier. Die Bachelorarbeit der Künstlerin Carola Fries ist zerbrechlich, zart. Erkennbar an ihr sind Wandlung und Überarbeitung. Alle ihre Entwürfe, Zeichnungen, die sie während des Kunststudiums an der Mothesius Kunsthochschule Kiel gemacht hat, sind auf dieses expressive Kleid genäht. Kein unbeschriebenes Blatt sehen wir, obwohl es von Weitem so scheint. Mit der Nähmaschine sind die Skizzen appliziert worden. Kein Körper steckt in diesem Kleid vor dem spätmittelalterlichen Lukasaltar. So bietet es sich an, dass Sie und ich im Geiste hineinschlüpfen und uns fragen, wie würde unser Lebenskleid aussehen? Wie ein Taufkleid für ein neugeborenes Kind? Wie sollte das gehen, insbesondere nach vielen Jahren des Lebens? Unser Lebenskleid ist kein rein weißes, unbeflecktes. Jeder und jede von uns nähte darauf Fragen und Versuche. Je länger wir leben, desto mehr zu tragende Schleppe macht uns das Gehen schwer. Manchmal wäre es schön, wir könnten von vorn anfangen und müssten uns trotzdem nicht verleugnen mit all unserer Erfahrung. Dürften vor Gott stehen mit dem weißgrundigen Kleid und seinen vielen Flicken. Müssten uns nicht schämen dafür, sondern würden von Gott gebeten, doch näher zu treten. Vielleicht würden wir die weiße Schleppe raffen und auf Gott zugehen. Vielleicht würden wir zögern, zweifeln, ob das wirklich möglich ist. Lebenserfahren, nicht immer glaubensfest und doch zugleich immer wieder Anfangende im Glauben zu sein und sein zu dürfen. Das leere Kleid ist für mich ein schönes Symbol in der Osterzeit. An Christus zu glauben, über den es so viele Geschichten gibt und der doch als der Auferstandene nicht in diesen Zuschreibungen aufgeht. Der uns sein Kleid lässt, damit wir einen Halt im Glauben haben. Der sich Thomas, dem Zweifler, zeigt mit seinem geschundenen Leib, damit dieser glauben kann. Und der doch zugleich, so lese ich unser Evangelium, ganz anders ist und scheint. So fremd, dass Thomas zweifelt, seinem Lehrer gegenüberzustehen. Die Taufe, derer wir uns auch im Osterfrühgottesdienst erinnern, ist der Neubeginn mit Gott. Sich ihrer zu erinnern als Gottes Versprechen, an unserer Seite zu sein im Leben wie im Sterben und über den Tod hinaus. Das ist der weiße Urgrund unseres Lebens- und Glaubenskleides. Dieses Kleid ist so stabil, dass wir die bunten Flicken, die Skizzen und Entwürfe, die Zweifel und Dunkelheiten, ebenso wie das Gelingende unseres Lebens darauf nähen können. Ganz individuell sehen darum unsere Lebenskleider aus, mit denen wir uns vor Gott stellen. Und er sieht uns an und freut sich an der Vielfalt. Amen.
Lasst uns füreinander beten. Lebendiger, lebenschaffender Gott, wir danken dir für jeden Neuanfang, den du schenkst, für die Zweifel, die wir haben dürfen und denen du mit Liebe begegnest. Du legst den Finger in die schmerzenden Wunden und forderst uns auf, hinzusehen und mitzuempfinden. Die Einsamkeit in diesen Tagen bei uns und überall auf dieser Welt. Den Schmerz über den Verlust von Menschen, von Kontakten und Lebenslust. Die Angst vor der Zukunft, um den Arbeitsplatz und das tägliche Auskommen. Gott des Weges und des Lebens, wir danken dir für deinen Blick auf uns. Liebevoll, aufrichtend und mutmachend. Und bitten dich, wandle unseren Blick auf unsere Mitmenschen, dass wir sie sehen, wie du uns siehst. Schenke uns die Geduld darin, immer wieder neu zu beginnen. Wir bitten dich für alle, die in diesen Wochen Verantwortung für uns und unser Leben übernehmen. Die Menschen in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, in den Supermärkten, Behörden, bei der Polizei. Stärke ihre Kräfte jeden Tag und jede Nacht neu. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung in der Politik und Wirtschaft tragen, sei bei ihnen und hilf ihnen zu weisen Entscheidungen für uns alle in jedem Land. Wir beten gemeinsam mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie jemanden bei sich haben, so können Sie sich bei den Händen nehmen und miteinander den Segen sprechen und, wenn Sie mögen, anschließend wieder das Kreuzzeichen machen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.